Und wieder zurück bei Quasar mit mir, dem Bumble. So, ich muss mal gerade ganz kurze Aufnahmepause machen. Muss mich kurz abreagieren mit die scheiß Bauarbeiter. Ja, also, was die zurzeit für einen Krach machen, das ist ungeheuerlich. Naja, gut, ist egal. Ja, muss ich durch. Ja, nützt halt alles nichts. Danach wird halt das Haus schön. Ja, wenn sie fertig sind. So, auf jeden Fall, ich habe ja in meiner letzten Folge ganz kurz gezeigt, dass ich den hier mal so in Offscreen gebaut habe. Und den würde ich gerne mal testen und euch den auch mal zeigen. Also ich finde das Ding gar nicht mal so schlecht. Und zwar habe ich das bei einem Gegner gesehen, irgendwann mal. Und der hat das so ähnlich gebaut. Der hat eine andere Fahrerkabine genommen gehabt. Und der hatte nicht vorne das Minigun drauf, sondern der hatte, Geschütz zum Erhitzen, diesen Wet Beam oder wie der heißt, ja. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie er gebaut hat. Er hatte eine andere Fahrerkabine mit sogar noch einer Energie weniger, ja. Hatte drei Miniguns und einmal halt diesen Wet Beam, ja. Das macht ja quasi 13 Energie, was er da alleine verbraucht. So, wenn ich die andere Fahrerkabine habe, habe ich auch 13. Dann habe ich aber keinen Passivkühler verbaut, so wie hier quasi hier hinten, ja. Aber ohne Passivkühler finde ich die Miniguns halt nicht so effektiv. Darum frage ich mich die ganze Zeit, wie er es verbaut hat. Und er hat ein relativ kleines Fahrzeug auch gehabt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, meins ist sogar ein bisschen größer geworden. Auf jeden Fall, er hatte ein etwas kleineres Fahrzeug und es sah auch nicht so aus, als hätte er diesen Dreier-Energiespender, quasi diesen Apollo. Ja. Also, keine Ahnung, wie er das gemacht hat, wie er das mit den Energie geregelt hatte. Ansonsten halt das Einzige, was halt logisch wäre, wie er es geschafft hat, und zwar ohne Passivkühler. Aber dann finde ich das quasi wieder sinnlos mit den Miniguns. Na, auf jeden Fall, was hatte ich denn hier eigentlich verbaut? Warum habe ich denn jetzt eigentlich 14 Energie? Warte mal, das kann ich doch, ich glaube, gehen. Und zwar, ich habe da drinnen zwei Sachen verbaut, die einen Energie kosten. Warte mal, ich will mal nur mal ganz kurz hier, kann ich mal ganz schnell neugierig sein, was ich da verbaut habe. Ach, den Motor, alles klar. Gut, das ist ja das nächste Thema. Wenn ich jetzt den Motor wieder rausnehme und einen Leichtmotor reinsetze, dann komme ich wahrscheinlich gar nicht mehr aus dem Arsch. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. So, auf jeden Fall. Ah, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Habe ich einen richtigen Fahrer? Ja, habe ich. So. Auf jeden Fall will ich das Ding jetzt mal testen. Also, wie er das gemacht hat mit diesen drei Sachen, weiß ich auch noch nicht. Ob er wirklich den Passivkühler halt weggelassen hat. Keine Ahnung, vielleicht kann ich euch mal das Bild einblenden. Ich habe da einen Screenshot gemacht und versucht ein bisschen das Auto nachzubauen. Was ist das? Die neue Karte! Es gibt eine neue Karte! Die Halloween-Karte! Ich habe davon mal irgendwas gelesen, ja, ich habe die noch nie gesehen. Ich habe die auch noch nie gespielt gehabt vorher. Alles klar, die ist relativ klein, so wie ich das hier sehe. Eine sehr, sehr, sehr kleine Karte. Okay, da oben geht's zur Sache. Okay, also die Karte ist wirklich so klein. Oh, die haben schon die Skins. Okay, das sieht verdammt geil aus. Kannst du nichts gegen sagen. So, auf jeden Fall, hier sind sehr viele rote Punkte. Das werden noch auf dem Drohnen wahrscheinlich sein. Au. War das jetzt von uns oder hat uns dann ein Freund beschuss? Aua, wir werden eigentlich geschossen. Boah, ist das enge hier alles. So, hier ist irgendwo, ach naja gut, eine Drohne nur. Weil man sieht auch so wenig. Ja, wo sind jetzt hier Gegner, wo nicht? Oh, diese Drohnen, ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich bin hier gerade irgendwie in dem feindlichen rein. Au. Zeit natürlich volle Breitseite, aber komm. Okay. Hilfe. Okay, jetzt sind wir weg. Ach Mann. Okay, die Karte kenne ich überhaupt noch gar nicht. Die ist aber auch wirklich, ich finde, sehr klein, sehr dunkel. Gut, das ist Halloween halt, ja. Man kann auch da oben lang fahren. Das ist natürlich auch total geil.
Ich hoffe, ich kriege die Karte jetzt nochmal irgendwie. So schnell wie möglich. Die will ich jetzt nochmal spielen. Und diese Drohnen, ich hasse die Dinger. Da sieht er ja hier. Drohnen, Drohnen, Drohnen. Nee. Aber voll cool. Das feiere ich gerade ein bisschen. Gerade mal, ja, die Runde mal egal kurz, dass wir hier verloren haben und alles, aber die Karte feiere ich gerade. Ist schon extrem cool. So. Guck mal, jetzt ein Käffchen. Ich habe mir einen neuen Käffchen gemacht. So. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das Fahrzeug so findet. Okay, diese Runde war es natürlich nicht so optimal. Ja, da war ich mehr fasziniert von der Karte als alles andere. Aber gut, jetzt geht's wieder richtig los. So. Neutrale Base, ja? Ich hoffe, ihr habt das Lache auch gehört. Irgendwer hat hier so eine richtig schöne Hupe. Ja, ich muss mir auch irgendwie unbedingt nochmal sein Halloween-Zeug irgendwie erspielen, freischalten. Dafür brauchte man ja quasi diese waren das giftigen oder diese verbotenen Süßigkeiten? Und einen Haufen Kupfer. So, da können wir gerade ein bisschen Schaden drücken, aber wir stehen hier gerade wahrscheinlich sehr doll auf dem Präsentierteller. Ah, genau. Ja, es kommen hier Raketen. Ich verpiss mich hier. Mach's gut. So, abtauchen. Da oben fährt noch ein Kollege von uns. Okay, der ist gerade auf. Ne, ist ja auf der Flucht, ne. Ach, er hat einfach nur Drohnen gesetzt, okay. So, wie schaut's denn aus? Ja, die Gegner haben wir hier anscheinend ein bisschen zurückgedrängt. Trefft ihn dann nicht, ne? Der steht da ganz komisch dahinter. Okay, jetzt. Wir bleiben mal hier. Den kriegen wir irgendwie. So, jetzt rücken wir ein bisschen vor. So. Au, 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 au. Und jetzt habe ich natürlich gerade. Ja, sorry, ich habe alles seine Raketen abgefangen. War natürlich nicht ganz so toll. So, hier waren. Gut. GG. So, es gibt natürlich gute Punkte. Und, warte mal, hier, zeig nochmal. Ein Deko-Bonus bekommen wir auch nochmal, sehr viel. Nochmal 23% plus die 2 vom Fahrer. Plus die 400, die du quasi als täglichen Bonus quasi so hast. Wie viel haben wir überhaupt noch? Okay, wir haben knapp die Hälfte, ich schaffe gerade mal. Gut. So, was ich mal gucken wollte. Solange das hier eh noch läuft. Kriegt man das hier mit den Süßigkeiten eigentlich? Details. Okay, wir hätten genug. Wir haben nur keinen Schrott. Gut, also wir brauchen einen Haufen Schrott. Und dann könnte man uns quasi seine Halloween-Kiste bauen. Gut, wenn die Folge rauskommt, dann ist sowieso schon ein Tag vor Halloween. Oho. Oder? Ja. Ja, genau. Ich habe hier so vor mir so einen kleinen Kalender zu liegen, wo ich dann immer aufschreibe, halt wann welche Folge rauskommt, weil sonst komme ich irgendwann mal durcheinander. Und das wollen wir ja nicht.
Ne? So, da hinten wird die Chaussee. Mary. Okay. Von hier hinten machen wir nicht viel Schaden, aber wir ärgern die Mary auf jeden Fall. Umso näher sie kommt, umso mehr Schaden drücken wir. So, Mary ist weg. Okay, da hinten wollte uns gerade einer beschießen anscheinend. So, da hinten stehen auf jeden Fall ein paar. Sind die schon in unserer Base drin heute? Okay. Ich würde sagen, wir fahren mal zurück. Ja. Einer hält sie gerade gut auf. Aber das wird wahrscheinlich nicht reichen. So, schnell weg mit dem. Und da kommen die nächsten zwei. Au, 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 au. Okay, wir halten so nur ein bisschen auf. Ja, ist okay. Das ist völlig okay. Wir jagen uns schon mal in die Luft. Okay, hat eh nicht mehr gebracht. Gut, alles klar. Aber wir haben zwei Gegner auf jeden Fall mitgenommen. Okay, der hat auch ein böses Fahrzeug. Also in Nahkampf keine Chance gegen den. Ja. Aber wir haben... Was? Ist da keiner mehr da? Ne, sie wurden gerade aufgehalten. Alles klar. Aber ihr wollt. Supi. So. GG. So, wir müssen theoretisch nur noch einen Haufen Schrott bekommen, ja. Nimm ein Benzin. Habe ich. Ich habe auch eins verbaut. Na gut, ich bin eh komplett in Luft gejagt. Ja, da kriege ich eh kein Benzin. Muss quasi die Runde überleben. Na gut, dann muss ich also demnächst mal wieder volle Kanne auf Schrott gehen. Hm, was wir auch noch machen könnten, ist das Halloween-Event, diesen Brawl, ja. Diese Hexenjagd? Ich glaube, Hexenjagd heißt das. Hm, könnten wir auch noch machen, wenn wir da... Mindestens gewinnen kriegen wir 120, ansonsten... Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob die irgendwie nochmal nachgepatcht haben, ob die zweiten, dritten, vierten, fünften, ob die jetzt auch ein bisschen wenigstens was kriegen. Auf jeden Fall, letztes Mal war es so gewesen, dass nur der Erste was bekommen hat. War dann natürlich ein bisschen doof, ja. Okay, wir machen keinen wirklichen Schaden. Nee, das kann man glaube ich nicht als Schaden ziehen. So, da oben steht einer auf dem Berg. Den können wir mal ein bisschen ärgern, sage ich mal. So, ne, dann helfen wir halt unten ein bisschen aus. Da kommt nämlich gleich einer reingebrettert. Au! Freundchen. Wer trifft denn hier andauernd? Aua! Mal. Au, au. Oh, oh. Au. Genau. Du machst das richtig. Au. So, einer von denen ist weg. Oh, volle Breitseite. Na gut. Aber sieht trotzdem an sich ganz gut. Ich bin der Erste, der Sturm ist bei uns. Nein. Ey, du fährst da gleich gegen. Alter, hat der nur Lenkraketen?
Hatten wir die alle verbaut? Da sehe ich 1, 2, 3, 4. Irgendwo muss noch eine sein. Ah, da vorne. Okay, alles klar. Okay, wie viel Powerscore hat denn der? 7100, okay. Ist auf jeden Fall, naja, cool. An sich. Gut, hast nicht so viele Schuss. Muss halt wirklich aufpassen, aber... Darfst halt nicht so nah an den Gegner stehen, so wie jetzt quasi, ja. Dann triffst du wirklich gerade gar nicht. Aber du machst ja mal einen Haufen Schaden. Gut, jetzt hat er gar keine Munition mehr. Jetzt ist er quasi über. Ja, wahrscheinlich wird er schon einen Haufen abgeschossen haben. Auf jeden Fall, an sich ein cooles Fahrzeug, was er hat. Gewonnen! GG. Würde ich eigentlich noch irgendwas machen? Nee, nee. Nö. Achso, doch. Warte. Einen Augenblick. Pass auf. Hab da gerade was gesehen. Lass mich was fertig. So, und zwar. Das Ding. So, theoretisch. Und davon Dreier, ja. Aber mir fehlt halt schrottvolle Kanne. Das ist ja hier unten, ist ja kein Problem. Kupfer habe ich auch im Massen. Ich habe auch keinen Schrott. Bitte natürlich Schrott kaufen, ja. Also vier von brauchen wir auf jeden Fall einen über, das weiß ich, für die Mission. Das machen wir mal. So. Dann kaufen wir uns jetzt hier noch ein leichtes Maschinengewehr. Pass auf, gehen wir gleich in Handel. Wir kaufen gleich ein bisschen mehr. Mach mal ruhig. 800 Schrott. Ja, investieren wir mal. So, jetzt müssen wir kurz abwarten. Bis das alles, ja, quasi da ist. Jetzt ist es da. So, jetzt hauen wir den, bauen wir den einfach mal. Den Kollegen, haben wir zwei davon. Und dann hoffe ich, dass ich bei drei davon habe und dann will ich das Ding zeigen. Ja, einer alleine. Nö. Einer alleine, nö. Einer alleine, nö. So. Gut, dann fahren wir halt noch ein bisschen Schrott nebenbei. Ja. Wir testen weiterhin unser schönes Fahrzeug. Ja. So machen wir das. Der Pate. Und der Levelmann, irgendwann haben wir denn auch mal, gut. Wenn, ich bin dann überlegen, ob wir wirklich überhaupt die lilanen Teile selber bauen oder ob wir uns die denn halt kaufen. Gut, die werden auch wahrscheinlich so um die 400 bis 500 Coins kosten. 400 bis 500 Coins ist natürlich auch eine Hausnummer, ja. Oder halt Farben. Was natürlich ein bisschen günstiger wäre. Hm. Aber es heißt ein bisschen, wenn man es wirklich intensiv farmt, denn, warte mal, ich will den hier ganz schnell. So. Ist die Sophia? Okay, die Sophia haut ab. Da hat schon einen in der Luft gejagt von uns. Ah, mein Freund. So, dann machen wir ja mal nackig. So. Haben wir nackig gemacht. Oh, oh, oh. Was zum Haare? Was verloren? Basis vor der Ober. Schön. Schön. Bauteilzerstörung. 1000 Punkte für bekommen. Okay. Gut, darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht geachtet. Ja, dass unsere Basis gerade übernommen wurde. In der kurzen Zeit. Hm. Passiert. Ein Entchen. Okay, zwei von da lang. Und dennoch getrennt. Ach, das war doof. Pass auf, ich folge mal hier den einen. Ich hoffe, wir treffen uns hier gleich wieder zu dritt zusammen. Und können da ein bisschen was machen. War noch wirklich schön überkreuzt, ja? Pass auf, ich fahr mal hier.
halt jetzt immer mehr rein. Einzige Chance, die wir haben, ist hier wirklich so lange wie möglich aufzuhalten. Ja. So. Halt unsere einzige Chance hier, ja. Wir haben gleich keinen. Jetzt haben wir nichts mehr. Okay, alles klar. Darauf, dann lenke ich halt den noch ein bisschen ab. Ja, unser Base wird eingerannt. Okay, einer einziger verteidigt gerade. Natürlich jetzt nicht so ideal Standard. Vielleicht können wir ja die Basis von denen einnehmen. Relativ schnell. Könnt ihr ja versuchen, Gegner rauszuschieben, damit die erst gar nicht in unsere, in ihrer eigenen Basis reinkommen. Wie den Orlando. Ja. Oh, der hat nur Reaper drauf, der hier. Gut, alles klar. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall gute Chancen. Kommt der nächste, ich versuche den aufzuhalten. Ne, das ist unser. Alles klar. Komm, das macht die kaputt. Nein, wir haben verloren. Wir haben echt verloren. Oh. War keine gute Runde. So. Naja, gut. Neue Runde, neues Glück. So, das war mal hier ruckelt. Okay, da wird schon wieder fleißig rübergeschossen. Das können wir auch. Freund. Au. Also wenn da jetzt einer vorfahren würde, würde ich ihm folgen. Runter! Wir folgen ihn. Habe ich gesagt gerade, ja? Wir folgen. Ich habe nicht gesagt, wie. Oh, hier brennt was. Das ist nicht gut. Au, au, au. Ah, nach vorne gucken wir auch mal sinnvoll. Au. Au. Mist, jetzt hat er uns ganz schön weit weggezogen, der Kleine. Das Robot. Schöner Name. Wir verstecken uns gerade mal hinter dem Kumpel. Au! Nein, hat er uns natürlich noch. Okay. Keine gute Runde gerade. Fahre hier auch irgendwie gerade voll. Schön. Aber na gut. Hinter uns ist irgendwie einer. Okay, also die Gleiter, die sind wirklich auch extrem schnell auf der Karte, ja.
Die sind doch wirklich überall. Das in kürzester Zeit. Ja, ich werde auf jeden Fall die Tage, ich versuche mal wieder mehr zu farmen. Und da auch mal so schnell wie möglich, sage ich mal, hinzukommen. So, wie viel sind die noch? 4. Das hätte natürlich nicht aufgepasst. War der ja hinten schon weg und ich bin immer noch hochgefahren. Okay, aber wir versuchen auf jeden Fall noch mit uns einzumischen. Okay, ist schon wieder die Zeit abgelaufen. Ich muss da viel öfter drauf gucken, ey. So. Gut, alles klar. Ich würde sagen, Zeit haben wir erreicht. So. Okay, ich würde sagen, damit fangen wir denn in der nächsten Folge an. Gucke mal, Markt und zwar. Die Angebote nicht, nee. Doch, Angebote. Ich habe alles bekommen, okay, alles klar. Gut. Würde hier noch mal ein bisschen Schrott halt kaufen müssen. Und dann würde ich das in der nächsten Folge auf jeden Fall zeigen, was dann quasi aus diesem Behälter rauskommt. Ja, mögliche Inhalte ist ja, sind ja schöne Sachen dabei, ja. Kann man ja alles irgendwie gebrauchen, sage ich mal. Gut, alles klar. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Euer Bumble. Ciao. We'll be right back.